Wir sind zurück bei The Last of Us 2 mit Dina und Ellie, die hier unten im Keller einen weiteren Raum entdeckt haben, der aber anscheinend irgendwie geheim ist, denn ich habe keine Treppe runter gesehen, beziehungsweise da vorne war eine Tür, die verschlossen... Achso, ja, das ist die Werkbank. Ah ne, da geht's aber wieder raus in die Bücherei. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir sind hier drin, weil wir von einem Sturm geflüchtet sind, der draußen tobt, nachdem wir den Supermarkt geklärt haben. Von Klickern und Runnern und sonstigem Gedöns da drin. Und wir wollen hier übernachten. So, das war hier aber, jetzt, wie wir gesehen haben, Eugenes geheime Base. Sowas in der Art. Und ich glaube, wir suchen jetzt einfach nur einen Schlafplatz. Aber was ist jetzt die Frage? Hier, da gehen die Kabel lang. Ah ja, okay, guck mal. Da haben wir es doch schon. Na los. Schieben. Schieben. Was hat er hier unten? Offensichtlich das, ein Liebesnest. Deshalb Liebesnest? Hat er dir nichts davon erzählt. Naja, ist aber auch nie schlecht. Dass es das ist. Also einsam, Mann. So ein Rückzugsort. Vermutlich nur ein riesiger Fernseher, den er nicht teilen wollte. Und spezielle Filme? Das will ich gar nicht sehen. Das will ich gar nicht sehen. Aber es ist nie schlecht, so einen Ort zu haben, wo man sich zurückziehen. Oh mein Gott. Was? Das ist krass. Ja, das erklärt einiges. Er hat eine Plantage hier unten. Eugene. Alter. Wie viel? Oh. Der hat die ganze Stadt damit versorgt. Hey. Er hat solche Videokassetten. Huh. Was? Des Wolfs. Smash Brandy's Cooch. Oh ja, okay. Sind das Pornos? Ja. Sehr interessant, Eugene. Aber dieses ganze Gras hier, ey. Würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Ja, ja. Ich hätte ihm helfen können. Natürlich, mit der Ernte und allem, ne? Was zur Hölle? Oh. Ja. Eine Gasmaske. Wie cool ist das denn? Gott, er war so schlau. Ey, das muss aber... Also, eine Gasmaske. Bong. Ich glaub's nicht, ey. Der Typ. Oh Mann, ey. Guck mal, da ist doch noch was. Fertig gerollte Tüten hier. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus.
dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, es war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Oh, wir sind wieder bei Abby. Wo sind sie? Oh, da vorne ist ein... Oh, 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 oh. So, kurz überlegen. Mit ihr waren wir auf dem Weg zu dem Außenposten, richtig? Also diese Skihütte... nee, die Seilbahn, meine ich. Da, oh, aua. Da geht's hoch. Was? Nö! Die sehen mich. Ja. Oh. Oh, verdammt nochmal. Was? Leute! Holy shit! Das habe ich nicht erwartet. Wo muss ich hin? Wie viele? Hilfe! Wo lang? Oh nö! Ich bin gleich tot! Oh, na, hau nicht ins Wasser! Kalt! Lauf! Oh, Mann! Holy shit. Oh, noch mehr ins Wasser. Wo muss ich hin? Ich hab doch keine Ahnung. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Hoch da! Ah! Hier hoch? Okay, da kommen sie nicht rüber. Oh Mann, ey! Ich hab kein Medikit. Oh Scheiße, da ist ein Medikit. Hab ich das jetzt aufgesammelt? Hier lang.
weiter, hier lang, hier lang. Hier durch. Komm, 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 komm. Oh. Fuck. Oh mein Gott. Bleib runter. Oh, scheiße, scheiße. Zieh dich. Oh, was? Oh, Joel. Es sind zu viele. Und Tommy. Na los, hier lang. Hier durch. Oh, was? Wo? Hier lang, komm. Oh, dieser Stress gerade. Wo zur Hölle kamen die alle her? Gib mir kurz einen Moment. Oh, ihr seid sowas von, meine Helden. Schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Oh. Kann sein. Kannst du damit umgehen? Ja, ich glaube. Da ist noch ein bisschen mehr Munition. Okay, okay, okay. Hier ist noch das. Alle waren. Ein Aufräumkommando holen. Wie viele das müssen waren. Müssen wir das hier überstehen. Ja, ja. Oh. Komm schon! Die Tür wird nicht lange standhalten. Wir müssen uns beeilen. Ja, was machen wir? Wie ist der Plan? Da oben, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da hoch? Hier, damit! Hey, Mädchen! Was soll ich tun? Auf den Karren schieben! Klicker. Ich habe nur noch zwei Kugeln. Scheiße, 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 scheiße. Ich habe überhaupt nichts mehr an. Ich brauche alles, Leute. Ich brauche alles. Heilung. Nein! Oh. Er war doch fast da. So, Konzentration. Klicker. Ey, lass Tommy in Ruhe. Weg mit dir. Okay, den hat er. Joel! Oh, das war knapp. Fuck. Runter. Weg von mir. Oh, scheiße. Habe ich gerade Joel Komm.
brauche Heilung. Ganz ehrlich. Was? Bist du fertig? Okay. Ey. Ich hab dich. Okay. Näher bleiben! Wohin gehen wir? Hier lang! Los! Oh, ach du Scheiße! Wie viele das sind? Komm mal, ey, da kann man doch keine. Da kann man doch keinen Aufräumtrupp schicken. Da muss man eine Bombe hinwerfen in das Gebiet. Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt, die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus könnte klappen. Okay, ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Komm! Halt dich fest! Immer auf den letzten Metern, ey. Immer in der letzten Sekunde. Oh. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Und die beiden liegen stoned auf der Couch. Als ich aufsteigen wollte, oh Mann, ey. Ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör der Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Sie? Oh. Bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Wollt Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Was?
Das war effektiv. Okay, gehen wir rein. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Oh? Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Das hat sie nicht gemacht. Was? Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Oh, das Bein. Au. Joel Miller. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Wie komme ich schnell darunter, ist die Frage. Okay, Schimmer. Oh, fuck. Schon. Bitte sei okay. Joel? Tommy? Ich hab gerade 1000 Gedanken im Kopf. Wer, was sie meint mit Rate mal, als Joel sie gefragt hat, wer sie ist. Marlenes beste Freundin vielleicht?
Wir haben Marlene erschossen. Ich weiß das noch. Am Ende, als wir mit Ellie aus dem Fahrstuhl kamen, in Teil 1, haben wir Marlene erschossen. Weil Joel Angst hatte, dass sie uns nur folgen würde. Aber ich meine, es war ja nicht nur Marlene. Joe? Tommy? Och, sie hat mir das ganze Knie weggeschossen. Oh, nee. Wo kommt das her? Munition. Gib mir einfach nur 100 Schuss und eine Schrotflinte. Die Frage ist jetzt, ob hier einer von den Typen ist. Oder ob die alle... Joe. Oh, nee. Ich schwöre euch... Ist das? Geht's da? Nee, das ist eine Uhr. Fuck. Irgendjemand? Nee. Sieht nicht so aus. Okay, Joel. Ihr verdammten. Oh, what the? Hau sie um! Nagelt sie fest! Finger weg! Fesselt sie! Lasst mich los, verdammt! Mist, Jack! Ihr habt sie doch! Okay! Lasst los! Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn frei! Hat sich reingeschlichen! Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf! Nein! Schmoren der Hölle! Ich bring euch um! Nein! Thank you.
Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark. Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Scheiß Tommy. Ey. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Mit einem fucking Golfschläger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Kommst du mit? Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Alles vorbereitet, hä? Abby. Ich hab sie durch die Zombie-Horden gesteuert. Und dann sowas. Offensichtlich eine ganze Gruppe, die Rache wollte. Reicht da nicht eine Kugel in den Kopf, sag mal? Mich beruhigen. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. Was will sie denn mitnehmen? Oh. Das? Deinonychus. Das war ein guter Tag. Also Tommy kommt mit, Dina kommt mit, oder? Nach Seattle, das verstehe ich aber noch nicht so ganz. Washington, irgendwas, Front. Warum sagt ihr das automatisch, dass das in Seattle ist? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Jackson, okay, Seattle liegt auch im Norden. Das heißt, die Gruppe hatte schon einen relativ weiten Weg hinter sich, oder? Hey, dann sind die nicht einfach so... Das muss schon was Krasses sein. Also ich glaube schon, dass das entweder... Fireflies? Waren das vielleicht Fireflies? Eine Eule. Oh. Wo waren wir beim letzten Mal? Das mit Eugene? Da oben. Ich schmecke Eisen. Wunden brechen auf, wenn ich singe. Du warst das weiche Sirren des Nylons, der Geruch nach Holzöl, der volle Klang. Saiten aus Stahl klingen heller, sie geben dein Echo falsch wieder und lassen mich mit Rost zurück. Mir bleibt nur unser letztes Gespräch, sich wiederholende Akkorde, Harmonien in Blut. WLF, Washington Liberation Front, wer sind die? Tommy sagt, ihr Name sei Abby. Okay, vielleicht weiß er auch einfach, dass die WLF in Seattle ihr Hauptquartier oder sowas hat. Kann ja sein.
Badezimmer. Was will ich in seinem Badezimmer? Ganz ehrlich. Joel. Das kam scheiße unerwartet. Space. Idiot's Guide. An Idiot's Guide to Space. Die Uhr. Alles okay? Hm? Oh mein Gott. Dieses Bild. Das wären dann, ja, 25 bis 30 Jahre ist das Bild alt. Heftig. Moment mal, das ist doch... Das sind Joel und Ellie mit einem Pferd. Oh, er hat geschnitzt. Das ist gut. All die Versprechen bei Sonnenuntergang, ich habe sie ernst gemeint, genau wie alle anderen. Welche Versprechen? Oh. Okay, na dann gucken wir mal, was Dina da unten hat. Und ich denke mal, dann dauert es nicht mehr lange und wir... Ist das Maria? Ja. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Hm. Ja. Zu Fuß? Ja.
Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird.